Hallo und willkommen zu meinem neuesten Video. Diesmal will ich euch ein mögliches Ende für das Turnier der Kraft in Dragon Ball Super vorstellen. Und zwar ist das eine Theorie, die halt eher ein bisschen an Fairy Tail angelehnt ist. Für die Leute, die Fairy Tail nicht kennen, da habe ich schon mal ein Anime-Vorstellungsvideo gemacht. Das verlinke ich euch jetzt einfach mal oben. Und damals war es so bei Fairy Tail, dass es auch ein Turnier veranstaltet worden ist, was auch so im Sinne Battle Royale war, wo jeder gegen jeden gekämpft hat. Und zum Schluss des Turniers war halt von den Gegnern nur noch einer übrig, aber der hatte noch gar keinen Kampf geleistet, der hatte also so gesehen noch seine volle Kraft. Und von der Fairy Tail Gilde, da waren zwar noch alle Leute übrig, alle fünf, aber die hatten alle schon so harte Kämpfe davongetragen, dass sie halt kaum Energie hatten, um richtig zu laufen und sie konnten nicht mal richtig kämpfen. Und obwohl der Gegner einfach nur im Vorteil war und die alle hätte wegklatschen können, hat er zum Schluss aufgegeben, weil er einfach so schockiert und zugleich auch überzeugt von denen ihre Willensstärke war und von ihrem Vertrauen dem Partner gegenüber. Und ja, an sich fand ich, das war ein richtig gutes Ende. Und man könnte das auch richtig gut auf Dragon Ball Super übertragen. Natürlich ist Jiren keiner, der jetzt einfach aufgibt, weil es geht ja auch um Leben und Tod. Aber in dem Sinne halt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass zum Schluss, nachdem auch Toppo und Dispo platt gemacht worden sind, dass dann von Universum 7 noch 5 bis 6 Leute da sind. Sagen wir einfach mal Goku, Vegeta, Gohan, C17, C18 und vielleicht noch Freezer. C18 könnten wir auch noch weglassen. Dass wenn die jetzt die anderen Universen plus noch Toppo und Dispo rausgehauen haben, nur noch Jiren übrig ist, aber die anderen von Universum 7 einfach so im Arsch sind und kaum Energie haben. Und sie wissen ja auch, obwohl sie jetzt so viele sind, haben sie keine Chance gegen Jiren. Und die einzige Möglichkeit, um ihn zu besiegen, wäre natürlich Son Goku. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass sie halt einfach entweder so lange gegen ihn kämpfen, bis Goku genug Kraft nochmal geschöpft hat, um den Ultrainstinkt zu erreichen. Oder nochmal eine viel bessere Art, sondern wie beim Broly-Film damals, als Son Goku die Energie von jedem bekommen hat, um dann Broly zu besiegen, könnte ich mir jetzt einfach vorstellen, dass die anderen ihm alle Energie geben, damit er halt den Ultrainstinkt erreicht. Und nicht nur den normalen Ultrainstinkt, den wir auch kennen, sondern die Ultrainstinktform, die nicht nur Perfektion im Ausweichen und in Geschwindigkeit hat, sondern auch im Angriff. Und dass er dann einfach das volle Potenzial vom Angriff, Abwehr, Schnelligkeit von allem vom Ultrainstinkt nutzt. Natürlich muss diesmal auch Vegeta was zeigen, weil das letzte Mal, als jeder Goku Energie gegeben hat, das war bei der Genkigama gegen Jiren. Damals war Vegeta, der kleine Schlingel, der Einzige, der ihm nichts gegeben hat. Natürlich hätte seine Energie da jetzt auch nicht viel ausgemacht. Aber diesmal muss er das einfach wieder gut machen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sowas bringen, einfach um nochmal zu zeigen, Vegeta hat es beim ersten Mal nicht gemacht, weil er sich gedacht hat, ja, ihr braucht meine Hilfe nicht, beziehungsweise ich eure nicht. Und diesmal einfach, wenn es ausweglos ist und er begreift halt, dass es nicht anders geht, gibt er die Energie, damit Goku genug Kraft hat. Mit dieser Kraft soll dann Goku auch Jiren besiegen, natürlich. Und mir gefällt diese Theorie einfach so gut, weil ich es dann einfach cool finde, dass Universum 7 einfach so dominant dasteht mit so vielen Leuten. Die sind zwar alle im Arsch, aber trotzdem gewinnen sie dann mit 5 bis 6 Leuten im Ring noch. Und man könnte das einfach so episch verpacken, wenn einfach alle vor Jiren stehen, halb tot, der ist noch komplett fit und die stehen einfach vor ihm, haben kaum Energie, geben Goku die Kraft, der verwandelt sich dann noch richtig. Das würde einfach auch das Vertrauen von allen zu Goku zeigen. Das würde dann zeigen, dass Vegeta, C17, Gohan, dass die alle so viel Vertrauen haben zu Goku, dass sie ihm einfach die Rettung des Universums anvertrauen. Das könnte man einfach richtig gut machen. Okay, in diesem Video muss man auch beachten, Freezer, weil wenn man dieses Szenario macht, dann darf Freezer keinen Hinterhalt begehen. Dann muss er für Universum 7 gut kämpfen und er darf jetzt im Nachhinein keinen angreifen, um dann halt so gesehen alles für sich zu nutzen. Das darf man nicht, was natürlich auch blöd ist, weil das würde ich mir auch wünschen. Aber die Theorie ist so gut und anders geht's nicht, weil man braucht die Energie von Freezer, weil Freezer ist echt stark, der ist schon ähnlich stark wie Goku und Vegeta und seine Energie braucht man einfach, da kann man dann nicht auf ihn verzichten. An sich ist das aber auch nicht die einzige gute Theorie. Dann gibt's noch die Gogeta-Theorie, die natürlich auch jeder von euch kennt, die ist mega nice. Die würde mir auch gefallen, aber ich würde diese Fairy-Tale-Idee fast schon besser finden, weil dann mal wieder nicht nur Goku oder Vegeta gehabt werden, sondern auch mal die anderen ihren Moment kriegen und die stehen zwar nur
halbtot dran und geben Goku die Energie, aber das ist auch schon was. Und wenn man halt zeigt, dass sie ihm einfach vertrauen, das Leben des ganzen Universums so gesehen, und wenn sie ihm die Energie geben und einfach davor stehen, das könnte man einfach richtig gut verpacken. Und ja, was ich noch sagen muss, natürlich ist diese Theorie nicht komplett von mir, also die habe ich, glaube ich, einmal bei Ruffy mal so nebenbei gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob er ein komplettes Video hochgeladen hat dazu. Vielleicht hat er es gemacht, bin mir da gar nicht sicher. Diese Theorie gibt es natürlich schon länger, die habe ich einmal bei ihm gehört. Aber ich wollte jetzt einfach nochmal sagen, für jeden, der sie nicht kennt, beziehungsweise für jeden, der sie zwar kennt, aber sich nicht richtig mit Fairy Tail auskennt, der zwar schon von der Theorie gehört hat, aber nicht genau weiß, wie das ablief bei Fairy Tail, das wollte ich jetzt halt so zeigen. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen da lassen oder ein Abo. Für die Leute, die mich unterstützen wollen, müsst ihr natürlich nicht machen. Würde cool finden, wenn ihr auch in den Kommentaren schreibt, welches Ende von Dragon Ball Super ihr am besten findet. Gogeta Ende oder Fairy Tail Ende oder vielleicht was ganz anderes. Irgendwas mit Vegeta oder irgendwas, das ihr euch so aus dem Hut zaubert. Macht's so, wie ihr wollt. Ciao und das Haki sei mit euch.